Lasst uns weitermachen. Der nächste Vortrag wird von Leonid Evdokimov gehalten über das Thema Russia vs. Telegram Technical Notes of the Battle, also Russland gegen Telegram, technische Notizen über die Schlacht. I'm greeting all the creatures in this... Hallo, ich grüße alle Kreaturen in dieser Welt, im Cyberspace und überall sonst in allen anderen Welten. Mein Name ist Leonidas. Und die Verbindungen, die dafür wichtig sind, sind diese. Erstens, ich liebe Internetprotokolle. Zweitens, ich liebe es, Internetprotokoll-basiert Netzwerke zu scannen. Ich bin kein Telegram-Member. Also ich habe keine Inside-Wissen. Ich war ein glücklicher Telegram-Benutzer. Als das Blocking anfing, war ich sehr enttäuscht. Ich war so enttäuscht, dass ich angefangen habe, etwas zu machen. Bevor ich sage, was ich gemacht habe, möchte ich kurz erklären, was ich gemacht habe, möchte ich aber noch kurz zeigen, was über die russische Landschaft im Internet erzählen. Das hilft euch vielleicht, ein paar falsche Schlüsse zu ziehen. Erstens, die Versuche, das russische Internet zu filtern, ist gar nicht so neu. Es gab die ersten Aktivitäten in diesem Gebiet in 2000, in den letzten Jahren. Das erste Mal 2007, im Mai 2007. Das Gericht hat 4 ISPs von 4 akademischen Campussen dazu gezwungen, extremistische Webseiten zu blockieren. Diese waren kleine Internetprovider, also waren nur eine kleine Menge von Nutzern betroffen, und es ist nicht so wirklich bekannt geworden, dass es passiert ist. In dieser Liste wurde eine föderale Liste von extremen Materialien geblacklistet und rausgegeben vom Ministry of Justice. Einer der Beispiele davon ist zum Beispiel folgender: Textdokumente, die generelle Reason genannt sind, aus dem Ordner 1, Nummer 1. Das ist der Eintrag im Register. Also die Liste war nicht wirklich hilfreich um zu verstehen. Eines der bekannten Events aus dieser Zeit war ein Akt von digitalem Widerstand von Max Sivskov. Max Sivskov ist ein Cyber-Bibliothekar aus Russland, eine der Sektionen der Datenbank war Samus. Das steht für Selbstveröffentlichung in Russland. Und Samus.journal hostet user-generierten Content. Und als die Domain der Liste hinzugefügt wurde von extremen Materialien, das war natürlich keine Überraschung, denn natürlich alle Sowjetleute wissen, dass er ein wirklich extremer Mensch ist, und er ist wirklich Und er zeigte dann die Domain auf das Justizministerium. Und wie erwartet, das hat dazu geführt, dass das Ministerium nicht mehr erreichbar war. Die moderne Blackliste, schwarze Liste, so wie wir sie kennen, wurde 2012 erschaffen. Und das Gesetz sollte Kinder beschützen in allen Altersgruppen von dem Alter 1 bis 100 Jahre alt vor den digitalen Drogen, Kinderpornografie und verschiedene Sicherheitsrichtlinien, zum Beispiel auch Selbstmord. Und die großen Webseiten protestieren, aber das Parlament hat sich nicht drum gekümmert, und im Endeffekt hat der Präsident das Gesetz unterzeichnet am Samstag. So, wie sieht jetzt diese Blockliste aus? Es ist eine XML-Datei, signiert mit einer separaten Unterschrift mit dem Ghost-Crypto-Format. Und das Bündel an XML und die Signatur ist umschlossen in einer anderen XML-Datei, und es wird mit einem SOAP-Protokoll abgelesen oder ausgelesen. Die Dokumentation des Protokolls ist öffentlich erhältlich, und die API ist ebenfalls verfügbar für Testzwecke. Und essentiell ist, also es ist essentiell für euch zu wissen, dass ihr wisst, dass man es einfach abrufen kann
Und die Provider kontrollieren in der Regel das Zensur-Equipment, das sie kaufen. Natürlich, das Blockieren ging weiter. Und einige stolze Kreaturen haben die Blockliste auf GitHub veröffentlicht, um dann das seit Jahren zu machen. Als die ersten Listen raus waren, hat GitHub und SourceForge haben eine Kopie dieser Liste bekommen und diese Kopie wurde immer wieder aktuell gehalten für Jahre, bis heute. Ich weiß niemand, wer das macht. Also das ist die einzige Möglichkeit, diesem Maintainer etwas Aufmerksamkeit zu geben und zu danken. Okay, noch eine andere lustige Sache in dem Zusammenhang. Im selben Monat hat jemand von Google, also G-Static, die wurden auch gebannt für einen Tag oder so. Wer muss auch schon Bibliotheken von gstatic.org laden, richtig? Ich könnte den ganzen Zeit-Slot dieses Talks dafür benutzen, zu erklären, was sie machen. Ich will noch ein paar, wer alles betroffen ist. Ich werde noch ein paar mehr nehmen. Trotzdem, zum Beispiel Pornhub. Das war der erste, der legal versucht hat, wieder rauszukommen. Und dieser Rechtsstreit das zweite ist, also Russland liebt auf jeden Fall Dumps. Und hier wird man, wow. Und das ist die einzige vernünftige Art und Weise zu erklären, wie diese Zertifikate wieder zurückgerufen wurden. Und dann gab es eben auch noch den Zertifikat-Ban, also die Blockade der Zertifikate, und das hat noch viel mehr Kollateralschaden verursacht. Und wie ich vorher sagte, Reiskommandos überwacht, ob die Provider tatsächlich die Filter implementieren. Und es ist ja verständlich, dass sowas kontrolliert werden muss. Das Gesetz spielt eigentlich keine Rolle. Es ist nur die Strafe, die wichtig ist. Also haben die Provider einige Neujahresgeschenke in 2016 bekommen. Und das war ein kleiner OpenWRT-Router mit einer TP-Link-Plattform. Und Waldeck SS wurde gehackt, also die Firma wurde davon gehackt. Und es gab dann auch einige nette Erkenntnisse, die dann herauskamen. Zunächst einmal, die API von dem Command- und Control-Server war einfach über HTTPS zu erreichen. Klingt gut. Aber unglücklicherweise war das Zertifikat-Bundle nicht dabei. Und das war wahrscheinlich aus Grund von Größenlimitierung. Außerdem wurde SSH verwendet für Reverse Tunneling. Und das klingt eigentlich nach einer guten Idee, um Netzwerke zu penetrieren mit Adressübersetzung. Aber das Server Host Key Check war ebenfalls deaktiviert. Und ja, Revisor ist eigentlich eine Blackbox, also zumindest von der Sichtweise eines Internetproviders. Es ist nicht öffentlich dokumentiert und was für eine Art von Verhalten von einer Blackbox kann man schon erwarten. Und wenn der Filter gut genug ist und wenn es halt einen nicht dazu bringt, dass man halt Strafen zahlen muss. Insgesamt hörte sich das ja irgendwie gut an, aber bevor einige Provider noch mehr Systeme installieren mussten in diese strenge Sandbox, da wurden noch mehr. Okay. Es gab einen offiziellen Telegram, also einen inoffiziellen Telegram-Channel, der sozusagen mitgelesen hat, was da dokumentiert wurde zwischen den ISPs und dem Government. Natürlich, als die ersten ISPs dabei mitgemacht haben, gab es die ersten Dumps von ISPs in einem XML. Die ISPs haben angefangen. Oh. Und deswegen haben einige Provider gestartet, den Feed A und 4A Records direkt vom DNS
in ihre Filter zu übernehmen. Und natürlich war das dann auch zugänglich für bösartige Manipulationen durch Domain-Namen-Besitzer. Und dann haben die natürlich geschaut, okay, wie kann man jetzt diese den Schaden begrenzen, der dadurch entsteht. Und sie haben dann halt versucht, den Traffic umzuleiten. Naja, das war zunächst, klingt vielleicht schlau und sie spart einem ein wenig Elektrizität, aber unglücklicherweise hört es auch dazu, dass viele Sachen, die im normalen Routing geroutet werden, halt nicht mehr richtig geroutet werden und dass dann dadurch ein großes Chaos ausbricht. Oder im schlimmsten Fall, die Router gehen auf Streik und wenn die geblacklisteten Domain-Names zu verschiedenen IPs zeigen, die einfach nicht mehr Sinn ergeben, dann und vor allen Dingen, wenn es halt Millionen von IP-Adressen sind, dann kann das auch den Speicher von dem Router überfüllen. Sorry, dass die Geschichte vielleicht in der Vergangenheit jetzt lang gedauert hat, aber jetzt fängt die Polizei an, hier mitzuspielen. Also was war der Grund, Telegram zu blockieren? Das war einfach zum zu verstehen. In der St. Petersburg-Bombing, da also in der Anschlag, haben sie Telegram benutzt und dementsprechend hat der FSB gesagt, dass Terroristen es benutzen. Und in russozentrischen Videos wurden geteilt. Und das war einer der Gründe für den Bann. Aber die Gründe für den Bann sind eh außerhalb dieses Talks, daher lasse ich das raus. Also Telegram ist ein Informationsverteiler und deswegen muss er mit dem Gesetz übereinstimmen. Und deswegen müssen sie der Polizei helfen, sonst werden sie blockiert. Also als Telegram zu dieser Liste geaddet wurde, haben sie angegeben, dass sie niemals irgendwelche Backdoors einbauen werden oder Informationen übergeben werden. Also hat Telegram angefangen, sich für Verschlüsselung einzusetzen. Die Gerichtsverhandlungen wurden verloren. Es wurde versucht, das in höheren Instanzen zu machen, aber es hat nicht funktioniert. Und so wurde Telegram dann 2018 blockiert. Das war der erste russische Zivilkrieg. Aber lasst mich noch ein bisschen mehr Kontext geben. Telegram war nicht der erste Messenger, den Terroristen benutzt haben. Es war nur ein weiterer. Es wurde außerdem benutzt von protestierenden Truckfahrern. Aber vielleicht waren die auch als Terroristen markiert. Aber auch wieder außerhalb des Vortrags. Es gab Versuche, Telegram zu blockieren seit 2017. Und die waren kein voller Erfolg. Und da gab es einen Leak im März 2018, der sagt, dass sie versuchen, ein Experiment durchzuführen, um neue Taktiken auszunutzen, um Telegram zu benutzen. Das geleakte Paper hatte einige IP-Adressen aufgelistet von IP-Adressen von Amazon und anderen Cloud-Anbietern. Und sie hatten da viele Informationen, sowas wie Routing, Verteilung und so weiter. Ich bin nicht sicher, was sie genau mit diesem Experiment gemeint haben. Und ich weiß nicht, ob der Leak echt war, aber diese Publikation hat eine große Menge Verwirrung in den Medien angerichtet. Und es gab keine weiteren Berichte, die etwas bestätigen konnten von irgendwelchen Experimenten, dass die existiert haben oder nicht. Ein paar Künstler haben interessante Bilder gemacht, um zu erklären, warum es bescheuert ist, Telegram zu bannen. Also zurück zu Telegram. Am Montag, den 16. April, haben sie das Subnetz von Telegram versucht zu blockieren, also manche von Telegrams Subnetzen. Aber es war natürlich nicht wirklich effektiv, wie zu erwarten. Es hat aber nicht wirklich funktioniert, also sind sie ein bisschen in den Berserker-Modus gekommen und haben angefangen, auch bei Amazon Sachen zu blockieren und haben also gemerkt, dass noch immer nicht eines von Telegrams Subnetzen blockiert war. Es hat denen also noch immer nicht gereicht, dass sie es gebannt haben, als es funktioniert hat. Und Telegram war noch immer nicht ausgeschaltet. Und ungefähr 2 Millionen IP-Adressen waren blockiert am Ende des Tages.
Telegram hat es ganz gut gemacht, aber das ganze Internet nicht. Also vom russischen Punkt aus war das Internet okay. Aber die Leute in Russland waren sehr am Meckern über Steam, Instagram, World of Tanks, World of Warcraft, Twitch, YouTube, Google, Gmail und so weiter. Im Prinzip war jeder am Rumpöbeln am Ende des Tages und war wütend. Aber irgendwann hat jeder aufgehört, sich zu ärgern, als die Menge der gebannten IP-Adressen noch viel größer wurde. Sie wurde 10-mal größer. Jeder war nur noch einfach sprachlos. Und alle anderen Linien waren durchbrochen. Weitere Millionen von Domänen waren betroffen. Und in der Zwischenzeit hat die Regierung angekündigt, dass keine sozial wichtigen Webservices beeinträchtigt waren. Natürlich beschuldige ich sie nicht dafür, dass sie es versucht haben. Sie waren scheinbar wirklich ermüdet und gestresst, um zu versuchen, Telegram zu blockieren. Und sie waren in so einer Eile, dass sie einige IP-Ranges gleich zweimal geblockiert haben und haben dabei manche überlappenden Subnetze am zweiten Tag des Cyber Wars blockiert. Das Equipment konnte dieses, also die Filter konnten das sicher gut halten, aber manche Statistiken zeigen, dass dadurch sind manche derer Statistiken eben einfach falsch geworden. Aber wenn irgendwo ein Leerzeichen fehlt, dann fehlt es überall. Auch auf dieser Blockliste während dem Event. Und auch hier gab es einen Fehler in der Implementierung für das Einfügen von neuen Sublisten und Blocklisten. Aber es war wahrscheinlich nur ein Fehler. Ich glaube nicht, dass es wirklich ausreichend geplant war und dass sie das so machen wollten. Inzwischen in den ersten Tagen des Cyberkrieges wurde ein Dokument verteilt mit einigen Whitelisten und Schwarzlisten. Und aus sozial signifikanten Diensten, die weiterhin erreichbar sein sollen. Sie sollen halt nicht gebannt werden unter allen Umständen. Und das war wahrscheinlich eine Antwort auf den großen Kollateralschaden, der aufgetreten ist. Unglücklicherweise gibt es kein gesetzliches Rahmenwerk für solche Situationen und viele Provider haben das einfach ignoriert, diese Whitelist. Aber es hat auch einige Medienreaktionen ausgelöst, als die Whitelist rausgekommen ist, weil viele Leute halt dann auch empört waren. Naja, wie dem auch sei, das Mantra in Bezug auf die sozial wichtigen Dienste wurde immer und immer wieder wiederholt. Aber tausende von russischen Domains, .ru, .su und .rf Domains waren betroffen und sie waren nicht erreichbar. Und außerdem wurden halt die Yandex-Metriken und das Yandex-Banner-System gebannt und sie konnten halt nicht mehr messen, was genau passierte im russischen Internet und auch darüber hinaus. Und aber zusätzlich zu den generellen Sprüchen von der Regierung hat Roskommandor auch noch sehr präzise Statements in den Neuigkeitsfeed aufgegeben. Und ein Statement war, dass sie die IP-Adressen von Google Play, Google Drive und Google.ru nicht gebannt haben. Aber natürlich haben wir waren wir sehr glücklich darüber, das zu hören. Und der Grund war ganz klar, diese präzisen Aussagen waren widerlegbar. Und es ist immer sehr viel Spaß, solche offiziellen Aussagen zu widerlegen und sie dann auch in die Fake News zu verlagern. Und dann haben wir halt auch genau analysiert und visualisiert. Und wir haben gesehen, am 19. haben wir all den RIPE Atlas, also mit RIPE Atlas Proben im russischen Netzwerk das Filtern gemessen und haben auch verschiedene TSL-Endpunkte analysiert und im Prinzip halt wie Maulwürfe
versucht habe, wie Maulwürfe zu erwischen, geschaut, okay, wo fallen Sachen aus, wo werden Sachen geblockt. Und wir konnten dann auch sehen, wie die Provider mit der gesamten Situation umgegangen sind. Und für mich war es klar, so eine Art von Visualisierung zu schaffen, dass es war einfach so, dass die Provider wahrscheinlich überhaupt nicht daran gedacht haben, dass sowas mal passieren könnte. Und die waren natürlich auch nicht vorbereitet, dann eine Übersicht darüber zu haben, was eigentlich los war in ihren eigenen Netzwerken. Und wenn man jetzt an SSH denkt, das funktionierte problemlos. Und und hier ist auch ein Beispiel für nicht Befolgung der Befehle. Wir sehen hier, dass es einige blaue Punkte gibt, die nahe bei Null sind. Und diese wurden halt verzögert für 5 Tage, während das Endblocken eigentlich sehr schnell ablief. Und als der zivile Cyberkrieg weitergeht, benutzen Leute Proxys und Tor, um an Telegram zu kommen. Und sie lernen mehr über Zensur und wie man damit umgeht und wie man sie vermeidet. Und viele Künstler schaffen Parodien und Lieder über Proxys und sie machen sich über Rockkommandant lustig. Und viele Leute teilen dann diese Kunstwerke auch noch im Internet. Und Rockkommandant hat dann auch die ganzen Proxys gejagt und hat auch versucht, Telegram weiter zu attackieren. Und die Leute haben sich gefragt, wie sie das denn tun. Und die Leute haben dann vermutet, dass es eine gesetzlich legitimierte ein gesetzlich legitimiertes Abfangen von Hardware ist, die auch als SORM bekannt ist, mit der man diese Proxys finden und stoppen kann. Und auch, dass es einige Leute gibt, die halt diese Proxys verraten über öffentliche oder private Kanäle. Und und natürlich wir selber, wir haben uns natürlich auch als gute Bürger betrachtet. Wir haben natürlich auch beschlossen, Sachen zu bekannt zu geben. Aber wir haben halt keinerlei Antworten bekommen von der Regierung. Aber einige Instanzen wurden dann trotzdem abgesichert innerhalb der nächsten Wochen. Aber einige wurden es noch nicht. Und es ist, wenn man halt Hinweise gibt, dann ist das nicht unbedingt, ja, mach mal du. Okay, es gab einige Protestmeetings, die gehalten wurden. Das erste Mal, als das in Russland gemacht wurde, wegen einem Blockieren eines Online-Services, soweit ich das weiß. Das Meeting war am letzten Tag des April geplant in St. Petersburg. Am 28. und am Samstag vor dem Meeting wurde eine Menge von blockierten IP-Adressen runtergegangen von 19 Millionen zu 15 Millionen. Also die Frage ist, also es ist unklar, ob das wegen der digitalen Society war oder ob das nur ein Zufall war. Aber wir haben erwartet, dass vielleicht Medienaufmerksamkeit hilft, um Kollateralschäden zu verhindern. Und wir haben versucht, ein paar Performances zu machen. Hier sieht man den Traffic, der zu einem der großen Anbieter nach außen geleitet wird. Und das ist die Anzahl der IP-Adressen, die blockiert sind. Wenn das sozusagen, wenn das Diagramm nach oben schnellt, dann ist das eine DNS-Angriff. Ich habe schon mal ein paar andere ausgelistete Webseiten angeschaut für das Parlament und diese Domains waren noch immer verfügbar. Es gab da ein Skript, habe ich ausgeführt und dann sieht man auch hier, wie das auf der Blacklist auftaucht. Aber es hat allerdings von Roms.com.sat keine wirklichen Aktionen ausgelöst. Aber das könnte vielleicht erklären, wie man das verbinden konnte mit dem Oppositionsmeeting.
Sie hatten da am 5. Mai ein paar Protestbewegungen. Erst wurde ein bisschen Drama hinzugefügt. Es ging von 5 runter auf 0 in Countdown. Und das Drama hat auch ein bisschen funktioniert. Und die Nachricht war so freundlich wie möglich. Russland zelebriert am Staatsfeiertag, also das war ein Staatsfeiertag dort. Und die Nachricht war wirklich powerful. Es war im Prinzip das... diese Nachricht hatte ein bisschen einen Einfluss. Also die Behörde hat angefangen, langsam Seiten wieder zu entsperren. Aber Roscom hat mal wieder welche blockiert und wieder nicht blockiert. Die zweite Liste von IP-Adressen ist stark reduziert worden. Und es war vielleicht ja ein durch äußere Einflüsse bedingter Aufräumaktion. Ein weiterer Blockvorgang passierte am 8. Juni und es ist unklar, was das ausgelöst hat. Und all diese Aufräumaktionen wurden dadurch wurden gefolgt von Leuten, die die Statistiken dieser IP-Adressen aufgestellt haben, dass die dann immer noch gebannt wurden nach dem Entbannen wieder. Und die Anzahl dieser Domains oder IP-Adressen war weniger als 1%. Und viele Leute waren dann der Meinung, dass dieser Roskommandeur einfach diese Subnetze als Geisel genommen hat, um Telegram von den großen Cloud-Anbietern wegzukriegen, die halt diesen IP-Adressenraum kontrollieren. Und ich bin mir unsicher, ob der Roskommandeur tatsächlich diese Terroristentaktiken benutzt hat, während er die Terroristen versucht hat, mit Telegram zu bekämpfen. Und ich habe die Vermutung, gibt es Bilder davon, sonst glaubt ihr das wahrscheinlich nicht. Was wir halt gesehen haben, ist, dass halt bestimmte Protokolle gezielt gedrosselt wurden. Und der Telegram-Client spricht verschiedene Protokolle zu dem Proxy. Zum einen das SOX-5-Protokoll und 2 Variationen von Telegram-spezifischen Look-Like-Nothing-MT-Protokoll. Und ich habe entdeckt, dass einer der Hauptmobilanbieter diese Protokolle auf unterschiedliche Art und Weise behandelt. SOX-5 hat im Wesentlichen gut funktioniert, aber das MT-Proto-Protokoll wurde stark beeinflusst. Und zunächst hatte ich gedacht, dass das diese Look-Like-Nothing-Protokolls ebenfalls, also die waren halt geformt wie OBFS4, einsetzbare Protokolle und diese rein NetU-Random wäre ebenfalls gedrosselt. Und aber es gab etwas wirklich Schlechtes in diesem Setup. Der Endpunkt des Netzwerks ging an eine dynamische Blocklist für ein paar Stunden und wir haben gedacht, das ist eine Schwachstelle, die man von JavaScript aus dem Browser raus angreifen könnte. Also haben wir versucht, das sicher zu veröffentlichen. Ein paar Monate später gab es einen Reuters-Artikel, der das bestätigt hat, dass diese Experimente am Live-Traffic wirklich stattfanden. Es ist mir nicht ganz klar, ob diese Experimente legal sind oder nicht, aber manche Menschen sagen, dass das ein Verbrechen ist. Ein weiteres Problem wurde in Moskau festgestellt. Erstens wurde ein User zu einem Server verbunden, dann kommt ein Mobster in so einer halben Stunde. Und wenn ein Port verfügbar ist, dann versucht er eine Verbindung zu Telegram aufzubauen und wenn alle Checks okay sind, dann wird die IP-Adresse geblacklistet. Die
Geschichte hat ein bisschen Aufmerksamkeit in den Medien bekommen, aber das Interessanteste wurde eigentlich ausgelassen. Es wurde für mich möglich, in der U-Bahn in Moskau das zu wiederherstellen. Ich habe meine eigenen Server damit verbunden. Wir waren in der Lage, wie lange es braucht, indem wir es ausprobiert haben. Es war sehr interessant, es herauszufinden und zu verifizieren. Und es gibt zwei Stufen, was diese Blockstatistiken angeht. Und zum einen gibt es halt die Blocks, bevor diese Listen tatsächlich offiziell übertragen wurden. Und es gab dann auch noch Sachen aus dem russischen Kaukasus, wo ebenfalls regionale Blocklisten angelegt wurden, aber wir konnten diese Hinweise, die wir dann darüber bekommen haben, nicht verifizieren. Aber die Sache, die ich mit sehr großer Sicherheit weiß, ist, dass einige regionale von der Regierung angeordnete Internet-Blackouts in Ingushetia im Herbst während Protesten passierten. Und eine weitere Sache ist, dass halt die ISPs eben diese ganzen IP-Adressen geblockt haben, bevor die offizielle Blocklist schon draußen war. Und das ist immer noch etwas, was wir beobachten können. Es gibt gerade ein Gesetz, dass man den ISPs die Hardware und Software gibt, damit sie blockieren können, und dann sind sie gezwungen, das aber auch zu benutzen. Also diese Behörde wird dann sozusagen in der Lage sein, das Routing direkt zu kontrollieren und zu steuern. Aber das ist gefährlich, weil wir haben gesehen, was für ein Level von Kompetenz da existiert und was für Fehler da passiert sind. Und außerdem ist das eine wahnsinnige Steuerung und Zentralisierung der Kontrolle. Ich sehe es ist als ein Luxus. Also diese Blacklists, die sind dann bald weg. Ja, es wird noch schlimmer. Und was die ganzen Kabel, die ins Land hinausgehen, sind mir wichtig, damit Russland gut verbunden ist. Ich möchte viel Dank raussenden an einige Gruppen. Philipp Kuldix, Valdix, Mikhail, Dimitri, Alex, Dimitri, Vartan, Dimitri und Dimitri, Simon, Baso, Maria, Xionum, Moritz, Bartel, Sapres, SPD, CTF, Roscom, Svoboda, Digital Resistance Measurements, Quadrum und ganz viele. Und all die Kollegen, die mir geholfen haben, während der ganzen Sache durchzukommen und zu überleben. Ich möchte außerdem noch einen Dank senden an die Sturheit von Pavel und den Strafverfolgungsbehörden in Russland. Vielen Dank. Thank you, Leonid, for the Vielen Dank, Leonid, für diesen wunderbaren Tag. Wir haben 5 Minuten für Fragen. Bitte stellt euch bei dem Mikrofon an. Und links und rechts. Einmal von aus hi, thanks for the talk. During the whole blocking situation, I heard that Telegram continued working in Russia. Telegram noch immer Do you know if it works right now? Ja, es funktioniert wunderbar. Immer noch. Es gibt halt auch Anbieter, die halt übermäßig sich an die Regeln halten, aber es gibt halt welche, die es halt nicht unbedingt tun. Also zum Beispiel Rostelekom, die halten sich auch nicht hundertprozentig dran. We also have a question from the internet. Signal Angel, please. Eine Frage aus dem Internet. Jemand fragt, sagt, dass Telegram ein Canary, also ein, dass sie ein Statement auf ihrer Webseite hatten, dass noch keine Informationen an dritte Parteien wie die Regierung rausgegangen sind. Und dieses Statement ist ja schon, was hältst du von dieser Information? Es ist mir nicht bekannt. Ich denke,
Ich denke nicht, dass wir paranoid deswegen sein sollten. Ich sehe es nur als einen weiteren Fehler an. Ich weiß nicht. Es gibt halt auch schon einige fragwürdige Teile der Software. Und es ist auch möglich, damit einen Proxy zu DDoSen. Ich weiß es leider nicht. Ja, es scheint ein Problem oder ein Fehler des Telegram-Webmasters zu sein. Mikrofon 4. Wenn du dich darüber besorgt hast, wegen der Level von Kompetenz eben in der russischen Regierung, soll ich für die sie arbeiten? Ich lebe immer noch in Russland und bin noch am Leben und ich denke nicht, dass es die schlimmste Regierung ist, die wir im letzten Jahrhundert hast. Also einige Sachen sind nicht so gut, aber andere Sachen sind besser und einige meiner Freunde sind paranoid und sie sind ja im Asyl im Prinzip. Mikrofon Nummer 6. Yeah, hello Leonid. Yeah, hello, thanks Leonid. For your amazing talk. I really enjoyed it. Ich habe ihn wirklich genossen. Ich wollte nur fragen, as a German people, can we rent your expertise when we get some problems like serious blocking so over here in Central Europe? Also hier in is it possible? Wäre das möglich? Mein Hauptpunkt war nicht, von dem Vortrag war nicht darüber, sich zu beschweren, wie schlimm das alles ist, sondern nein, ich möchte eher ja, über die technischen Sachen reden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich die Frage beantwortet. Mikrofon Nummer 2. Why do you think China is more successful in censoring the internet than Russia? Das Internet zu zensieren als Russland. Die Frage ist, warum China viel erfolgreicher ist, das Internet zu zensieren. Ich bin mir nicht sicher, ob auch China auf technischer Ebene tatsächlich viel erfolgreicher ist. Möglicherweise ist es das. Aber das Wichtige ist halt, also die größte Barriere, aber auch die größte Gemeinschaft, was Chinesen halt ausmacht, ist halt die chinesische Sprache. Und Russland ist halt 10-mal kleiner im Vergleich und was jetzt die Population angeht. Und wenn es jetzt um lokale Information geht, dann hat man in Russland halt ein anderes Angebot als in China. Und deswegen müssen sie halt die Zensur nicht so stark umgehen, weil sie eigentlich alles haben. Oder ein Freund von mir arbeitet in einer chinesischen Fabrik und er weiß, dass halt alle, die den Filter in China umgehen wollen, die schaffen das auch. Und ich vertraue meinem Freund halt auch, wenn er das sagt. Hi Leonid, thank you for your interesting work. Hallo Leonid, danke. One question for me would be, did you face any problems through this work with authorities or services that somehow felt offended or attacked? Sich angegriffen gefühlt haben oder angegriffen? Ich würde nicht sagen angegriffen. Ich hatte einige Offiziere, die sich oder Polizisten, die sich bei mir gemeldet haben. Und die wollten dann gerne einfach ein paar technische Details wissen, eine kleine Lektion über Tor zum Beispiel haben, aber es ist ja auch wichtig zu berücksichtigen, dass die Polizei nicht nur zur Unterdrückung der Bevölkerung da ist, sondern auch für positive Aufgaben da ist und konstruktive Aufgaben. Noch eine letzte Frage von Mikrofon 4. Hi Leonid, hallo Leonid, danke für deinen Talk. Ich habe eine populäre Meinung gehört, dass nach dem Talk ist es für dich besser, nicht mehr zurück nach Russland zu kommen. Entschuldigung, kannst du das bitte wiederholen? It's better for you not to come back to Russia after your talk here. Klar, diese Meinung gibt's, aber als ich das mit Morse Code gemacht habe, haben
haben auch einige Leute gesagt, dass ich nicht zurückkommen soll. Und ich bin trotzdem zurückgekommen. Und niemand hat mich getroffen, niemand hat irgendwas Schlimmes gemacht. Also wir werden es sehen. Okay, lasst uns nochmal einen großen Dank für Leonid und für diesen großen...